Heute ist natürlich ein heftiger Tag, muss man sagen. Wir befinden uns quasi noch in den Nachwehen des Festes unseres Landespatrons, des Heiligen Leopolds. Für all jene von Ihnen, die, weil ich angesagt habe, dass wir uns vielleicht am 15. treffen, am 15. letztes Mal versammelt waren, vielen Dank, dass Sie das Gebet durchgeführt haben. Es war mir leider nicht möglich, weil ich nicht da war. Deswegen verschieben wir sozusagen unsere Anrufung explizit des Heiligen Leopolds auch auf heute. Der Heilige Leopold war auch in Wien natürlich Landespatron, neben dem Clemens Maria Hofbauer, der der Stadtpatron von Wien ist, wurde aber durch das sozialistische Wien aus dem Kalender Wiens getilgt, weil Wien, als es Niederösterreich ausgegliedert worden ist, dann als sozialistische Hochburg nicht mehr in das schöne alte katholische Österreich gepasst hat. So die Denkweise. Also geben wir ihm wieder seinen Platz, der ihm zusteht. Auf dem Weg gleich werden wir am Graben einen Brunnen vorbei spazieren, vorbei beten, betend gehen. Und da werden Sie sehen, dass dieser Brunnen den Heiligen Leopold darstellt, mit einer Kirche in der Hand. Das ist dann nach der Pestsäule schon, zwischen Pestsäule und Stock am Eisenplatz. Also schauen Sie dann und bedanken Sie sich bei ihm. Er war einer derjenigen, der die Grundsteine für unser heutiges gutes, katholisches und gutes und schönes Österreich gegründet hat und gelegt hat. Ja, was ist heute der Anlass unseres Gebets? Nummer eins müssen wir sagen, auch wenn diese Verordnung, dass die Messen nicht mehr stattfinden können öffentlich, natürlich eine Katastrophe ist und vor allem die explizite Verordnung, dass die Mundkommunion untersagt wird, finden uns dennoch in einer anderen Situation als vor einem halben Jahr. Erstens, die meisten von uns wissen in der Zwischenzeit ein wenig, wie es so ist, mit dem Coronavirus oder den Umständen um den Coronavirus umzugehen. Die meisten von Ihnen wissen in der Zwischenzeit, dass nicht das Wort unseres Bundeskanzlers wahr geworden ist, dass jeder von uns jemanden kennt, der schon tot ist oder gestorben ist. Das wissen wir auch schon. Und die meisten von Ihnen kennen in der Zwischenzeit Priester, die in der ersten Lockdown-Phase gemerkt haben, was es bedeutet, als Priester nicht einzuknicken, sondern doch den Gläubigen weiterhin die Sakramente zu spenden und für sie da zu sein. Dieses Mal haben wir also einen Lockdown, bei dem es bereits viel mehr mutige Priester gibt. Wir haben einen Lockdown, wo viel mehr Priester Ihnen auch weiterhin die Mundkommunion spenden werden. Fragen Sie sie einfach, was passiert. Und explizit dürfen Privatmessen gelesen werden, bis zu 10 Leuten. Der Priester ist zuständig für diese 10 Leute. Soweit ich weiß, bedeutet das für uns Laien, dass wir, wenn wir einfach mehr Leute einladen, den Priester einfach nicht informieren darüber. Und dann ist er unschuldig und dann können sogar mehr als 10 Leute bei einer Messe dabei sein. Das habe ich jetzt nur so gesagt, als meine sozusagen inkompetente Meinung, aber vielleicht können Sie sich ja trotzdem was darunter vorstellen, was ich meine. Worum wir heute genau beten, also worum wir heute den Himmel vor allem bitten, ist dementsprechend diese Frechheit und wirklich diese absolute Schande, das kann man nicht anders bezeichnen, das Verbot der Mundkommunion wieder rückgängig zu machen, Nummer eins. Nummer zwei, die Zelebration öffentlicher Messen wieder zuzulassen. Ich kann Ihnen da etwas sagen, ohne leider Quellen nennen zu dürfen, aber es war sehr wohl gar nicht so, dass dieses Mal allein von den Bischöfen die Schließung ausgegangen ist, sondern ich habe aus mehreren Quellen, mehrerer Bischofsbüros erfahren, dass von der Politik sehr wohl ganz explizit Druck ausgeübt worden ist, auch unter Androhung von sonstigen polizeilichen Maßnahmen. Also auch wenn unsere Bischöfe sicherlich nicht die größten Helden auf Gottes Erde sind, aber schreiben Sie ihnen gerne einen Brief, in dem Sie sagen, dass Sie seine Frechheit finden und dass Sie auch der Meinung sind, dass die Bischöfe hier noch mutiger sein können. Es könnte fruchten. Ich kann leider nicht sagen, ob es fruchten wird, aber es könnte fruchten. Nummer eins. Darum beten wir heute. Also um die Mut der Bischöfe, um die Wiederherstellung der öffentlichen heiligen Messen und vor allem der Reichung der heiligen Kommunion in den Mund, so wie es auch von der Kirche gewünscht wird. Ganz interessant, die Handkommunion gilt bis heute als außerordentliche Praxis und nicht als ordentliche Praxis. Also bleiben wir bitte bei der Ordnung, nicht bei der Außerordnung. Das ist nicht so gut. Nummer zwei, heute wurde in Deutschland etwas genannt, das man mit Fug und Recht ein Reichsermächtigungsgesetz 2.0 nennen kann. Es hat fast sogar denselben Namen wie das Ermächtigungsgesetz 1933 zum Schutz des Volkes. Volksschutzgesetz wurde heute verabschiedet, es ist leider angenommen worden, in dem die Bundesregierung weitreichende, also die deutsche Bundesregierung weitreichende Kompetenzen bekommt, über den Bundestag hinweg, also über das dortige Parlament hinweg, Verordnungen und Gesetze zu verabschieden, die dann auch nicht beanstandet werden dürfen. Das ist wirklich außerordentlich. Es gab riesige Proteste mit Tausenden, zigtausend, vielleicht sogar Hunderttausenden, ich habe noch keine Nummern, Teilnehmern, bei der die Polizei nach wenigen, wirklich also kurzer Zeit nicht gezögert hat, mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Tränengas gegen die Demonstranten vorzugehen, die doch nur eine Sache wollten, nämlich in einem freien Deutschland zu leben und nicht in einem diktatorischen. Beten wir heute ganz besonders auch für diese mutigen Menschen, die heute auf die Straße gegangen sind und dafür, dass in Deutschland das
leider allzu oft auf katholischer und aber auf politischer Ebene kein gutes Vorbild ist in den letzten Jahrzehnten und auch davor, muss man dazu sagen, dass in Deutschland die Kräfte, die wirklich den Glauben hochhalten, wirklich die Wahrheit verfolgen, siegen werden. Und Nummer drei, und damit beende ich auch schon meine Vorab-Ansprache, die Sie alle nur dazu anhalten sollte, das in Ihr Gebet mitzunehmen, in den Rosenkranz. Am Montag soll angeblich, ich habe keine Ahnung, ich habe recherchiert, ich weiß nicht, ob sich das verschoben hat, die nächste Verfassungsgerichtssitzung zum Thema Euthanasie stattfinden hier in Österreich. Das heißt, am Montag könnte es sein, mal wieder, ich habe es schon mehrfach angekündigt, aber unser Gebet hat zumindest eines bisher bewirkt. Die Entscheidung wurde nach hinten verschoben, das ist auch gut. In der Zwischenzeit wurden noch keine Leute legal euthanasiert hier in Österreich. Am Montag, also ist wieder der Tag. Heute werden wir als Route, nachdem ja eigentlich alles in Frage kommt, wir könnten vor das Bundeskanzleramt ziehen und gegen die Maßnahmen hier in Österreich demonstrieren. Das machen wir aber nicht. Wir könnten vor die Verfassungsgerichtshof ziehen und dort demonstrieren. Das machen wir aber nicht. Nein, wir beten. Wir gehen zusammen auf die Straße und demonstrieren nicht, sondern wir bitten Gott um seine Mithilfe, weil wir überzeugt sind, dass wir als Katholiken die Hoffnung in dieser Zeit überhaupt nicht verlieren. Gott hat einen Plan, Gott weiß, warum er uns in diese Zeit gegeben hat. Und er verlangt von uns immer das, was er von allen anderen Generationen schon verlangt hat, nämlich das Kreuz aufzunehmen, was er uns darreicht, und ihm nachzufolgen. Und das zu tun, müssen wir uns eben selbst verleugnen. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Sachen für völlig hinten anstellen. Und dieses hinten anstellen machen wir, indem wir eben heute sagen, wir beten hier auf der Straße öffentlich, auch wenn die Leute uns dafür sicherlich nicht gerade schätzen werden, viele. Aber das Urteil der Menschen ist uns nicht so wichtig, das Urteil Gottes ist uns wichtig, er wird uns später richten, nicht die Menschen. Und dementsprechend freut es mich, dass heute so besonders viele gekommen sind und auch viele neue Gesichter. Das ist das Erste, was mich wirklich sehr freut. Das Zweite, was ich noch sagen wollte für die nächsten Rosenkränze: Der nächste Rosenkranz sollte an sich wieder in 2 Wochen stattfinden. Wahrscheinlich werden wir ihn aber jetzt auf eine Art Wochentakt verlegen. Das heißt nicht, dass ich von allen von Ihnen erwarte, dass Sie das jetzt schaffen, aber da die Corona-Krise doch eine Sache uns schenkt, unter Anführungszeichen unfreiwillig, dann ist das Freizeit, die wir plötzlich haben. Viele von Ihnen, weil sie wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der eigenen Arbeit haben werden, weil sie vielleicht gar nicht bearbeiten können derzeit. Viele von Ihnen, weil plötzlich so und so ab einer gewissen Uhrzeit alles verboten ist. Und ich glaube, diese Zeit sollten wir wirklich fürs Gebet nutzen. Es gab jetzt ein sehr schönes Bibelzitat, in dem ich heute enden will, aus dem Johannesevangelium. Ich habe das Kapitel gar nicht auswendig, aber es ist der letzte Satz dieses Kapitels, dem Christus sagt, Confidite ego vici mundum. Also vertraut, das ist ein Befehlston, ein Imperativ, also ihr müsst vertrauen wirklich. Ich habe die Welt bereits besiegt. Und ich glaube, damit können wir heute wirklich vollster Energie ins Gebet gehen und das Gebet durchaus als eine Schlacht auch begreifen. Der Rosenkranz ist das Mittel der Mutter Gottes, um uns im Kampfe zur Seite zu stehen. Das ist ein Kampf. Es ist vor allem ein spiritueller Kampf, ein geistiger Kampf, leider auch ein sehr starker politischer Kampf. Und hoffen wir und beten wir alle, dass es in naher Zukunft nicht USA ausschreitungsgemäß zu einem physischen Kampf hier wird. Ich glaube nämlich, dass dafür nicht so viele Leute hier gewappnet sind. Die Mutter Gottes wird uns da sicher helfen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.